Und damit hallo und herzlich willkommen wieder zurück hier bei Styx Master of Shadows. Und ja, ich habe echt keine Ahnung mehr, wo wir waren. Ach ja, ja, stimmt, hier. Ich erinnere mich doch. Okay. Bisschen schwierig. Also er kommt auf jeden Fall nicht hier an der Ecke lang. Das heißt, wir müssten vielleicht da oben rumgehen. Oh, doch, tut er. So. Schneller. Wurfmesser dabei ist natürlich mega gut, ey. Das heißt, wenn ich mir einen Luxus gönnen und den, wenn er hier vorne ist, mit einem Wurfmesser entsprechend platt machen. Ich glaube, den kann ich mit einem Wurfmesser nicht platt machen, ne? Ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber... Wir probieren das gleich mal aus. Ja, ich habe da so ein, zwei Ideen gerade. Also erste ist... testen, ob wir hier lang kommen. Dann machen wir den platt, wenn er hier rumkommt. Ich denke, das könnte ganz gut funktionieren. Ich speichere mal. Und wenn er dann hier ankommt, werden wir ihn entsprechend kurz platt machen. Sollte eigentlich keiner mitbekommen. Ich hoffe es. Die Arbeiter... Er macht jetzt alle Lichter an. Musst du das machen? Echt jetzt? Fiel dir nichts anderes ein. So, nehmen wir uns hier hindurch mit. Wunderbärchenhaft, alles wieder voll. Yippie! Und einen easy peasy platt gemacht. Hätte ich natürlich gewusst, dass der auch hingeht, hätte ich mir den einen durchsparen können, ne? Ja. Okay, das interessiert die nicht. Ist ja krass. Na gut, die sind abgelenkt genug. Das ist schon in Ordnung. Können wir den damit vielleicht ablenken? Das interessiert den echt gar nicht. Machen alles. Ach, da soll ich dann hin. Puh, Mist, ey. Jetzt haben sie ihn gefunden. Anscheinend interessiert die der Arbeiter nicht so. Schwein gehabt, würde ich sagen, ne? Wir sind weit genug weg.
Zum Glück haben wir da hinten niemanden liegen. Also na gut, bis auf den da, ne? Vielleicht ein bisschen gefährlich. Komme ich hier eigentlich irgendwie hoch? Ich sehe jetzt nicht wie. Ah, doch darüber. Komisch, ne? Da ist auch noch eine Münze, so wie es aussieht. Ich will nur hier oben gucken, nicht, dass da irgendwas noch versteckt ist. Ich kann es nichts erkennen. Ach, da könnte ich hochklettern, okay. Kann ich jetzt von oben auf ihn runterspringen? Oh, warte mal, nee, machen wir anders. Wir springen hier hinter ihm runter, machen ihn dann so platt. Ja, das geht. Genau. Machen wir den platt. So. Und weg damit, genau. Auch den da hinten sorgen wir dann auch gleich. Alles muss weg. Ja, ist wie Sommerschlussverkauf. Ja, bloß mit Leichen. Was ist gemein? Okay, doch hier, hier sind wir schon mal hindurchgerannt, genau. So, und jetzt können wir nach dort und entsprechend weiter morden nach bestem Wissen und Gewissen. Genau. Da ist auf jeden Fall ein Ork. Schon wieder so eine Wache. Ich bin der Meinung, hier war doch noch auf diesem einen Tisch was, war das nicht so? Nee, hatte ich mich verguckt, okay. Na gut. Dann wir verlassen das Gebiet. Genau, das Gebiet wird verlassen. Ach. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Da ist die Werkstatt. Das ist auch so krass, ne, dass man dafür auch noch ein bisschen Zeit braucht. In der Zeit kann es auch entdeckt werden. Tja, aber wir haben es geschafft. So. Auf zum Architekten. Juhu! Mal schauen, ob wir den so einfach finden. Oder ob Styx, also das Original, dann schneller ist als wir. Was ist denn da oben? Seht ihr das? Diese weißen also Objekte, Menschen, Wesen? Ob das nochmal Statuen darstellen soll? Es könnte sein, ne? Durchaus möglich wäre das schon. Naja, wir warten einfach ab und überraschen uns selbst, oder? Naja, wobei wir... Nee, selbst überraschen würde heißt, wir würden schon wissen, was passiert. Das wissen wir ja nicht. Styx, you're next on the list. I'll find Querberus's lab before you do. Aber weiß er nicht das, was ich weiß? Er benutzt mich vielleicht ja nur dafür. Oh, nicht gut. Zum
Schmugglern. Hm, okay. Ja, am besten ist jetzt links die Lampe ausmachen erstmal, wenn er sich rumdreht. Ja, vielleicht wird er ja jetzt davon irgendwie angesprochen. Obwohl, hier waren wir auch schon mal, ne? Jupp, hier waren wir schon mal. Ja. Gehen halt des Öfteren in dieselben Gebiete. Hier waren wir schon mal gewesen. Wisst ihr noch, wo die da oben immer so lang gelatscht sind? Elendig lange her. Ja, wir müssen nach da unten. Okay, da sind wir, glaube ich, hier durch die... Okay, ach, ganz. Da hinten geht es auf jeden Fall auch runter. Oder hoch. Hm. Zumindest könnte man da lang. Aber ich würde eigentlich tendenziell sagen, hier lang. Wir kamen mal von dort hinten, genau. Und haben uns dann hier lang gearbeitet. Und haben wir auf der Brücke das erste Mal die Leute so mit dieser Sprungattacke von oben platt gemacht. Das hatten wir vorher sonst nie wirklich genutzt. Ach du Scheiße, ist hier viel los. Oh weia. Verdammte Scheiße. Kann ich eigentlich nur noch da hinten und dann da die Wand hoch, ne? Hm. Würde ich jetzt zumindest als Alternative sehen irgendwie. Wir können es ja mit Tarnung versuchen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob hier unten jemand ist. Okay. Kriege ich den so platt? Da kommt kein anderer, oder? Nur der hier. Na komm schon, Fall, Fall. Was gibt's doch nicht? Ah, jetzt aber. Ausmachen alles. Ich würde fast sagen, wir müssen hier irgendwo lang, ne? Wir gehen hier diese ekligen Spinnen, oder? Ah, guck mal, ein Dolch. Ah, ist voll. Aber wenn das hier schon so hängt, werden wir es garantiert gleich brauchen. Oh, wir sind schon da. Mhm. Apparently, he restarts the same experiment every day. So what? It's good for business. He'll eventually improve his distillation formula. But do you realize? Years doing the same thing every day. It's... And us, well, isn't it what we do? Repeat the same thing every day. Stand guard between four walls, except us, well... We're aware of it. Shit! Mhm.
muss ich wieder nach oben, okay? Interessant. Ah, es ist, wie gesagt, das Spiel ist sowieso der Hammer. Oh, was kommt jetzt? Oi, Bodwin. You're the one who feeds Querberus. I'll trade you a month of fatigue duty against 1 week of guarding the old man. You're joking. I've never eaten so well since I've been looking after him. Don't be a rat. 1 month of fatigue duty against 1 week, and we share his ration between us. Go die, you piece of shit. Ach was, der ist seine Ration. Well, well. I better discreetly follow this Bodwin. Also der ist, der andere bekommt dann anscheinend nur irgendwelchen Schrott noch zu fressen. Und Querberus, der diese tolle Mahlzeit bekommen sollte, bekommt dann wohl nur noch Schrott. Krass. Hammerhart. Speichern. Ich hoffe, das hat soweit geklappt. Ich gucke natürlich genau in meine Richtung, ne? Der geht nach oben. Ah, sehr gut. Das ist natürlich noch besser. Da oben habe ich dunkel gemacht. Ich bin mal gespannt, wo du hingehst. Okay. Na, warten wir mal kurz, bis die wieder zurücklatschen. Für dich. So this is where they're holding Querberus. I got to get him out alive. Mhm. Sieht mir noch Fallen aus, ehrlich gesagt. So, nur ein Klon. Oh, das ist nicht so das Thema. So. Wozu haben wir die Viecher denn? So. Und bitte einmal durch. Genau. Hier wirst du also festgehalten. Und wie mache ich das jetzt auf? Oder wo? Spontan gesagt, ja. Muss ich dann hier hoch? Das ist irgendwie gerade nicht so eindeutig klar. Ah.
Seite war's. Da ist es. So. Und jetzt hoffe ich, dass ich halbwegs unbeschadet hier runterkomme. Ja, vielleicht, wenn wir hier runterspringen. Ja, alles geklappt. Yippie! Hallo, Querberus. Dann, hallo, mein Freund. Hello, my friend. Hello. It's Master Aaron who sent you? I'm afraid that the experiment is not quite satisfactory. Amber is definitely an unpredictable substance. I've come to free you, so keep it down, Grandpa. What's your name? Stephen? Felix? Oh, was it Manfred? I'm sorry, Manfred. But as I was saying this morning, this alchemy equipment is totally unsuitable for distilling amber. I need to design a completely different system. Shh, not so loud. You already saw me this morning? Well, I suppose. You suppose? Did you see me or not? But Manfred, you know full well that my brain is unhinged. I can't remember what I did a few hours ago. I know a face like yours shouldn't be easily forgotten, but believe me, there isn't anything personal in it. I forget everyone without distinction. Even the ugly ones. Oh, great. Okay. What could make Styx give a damn about somebody who's lost his fucking memory? Oh no. I haven't lost my memory. The distant past is still intact. I can't tell you what I ate this morning. But I can recite the mathematical formula of the curve and ideal wingspan of an Arcanash airship. You mean you built the airships? Of course. I invented everything here. I drew up the plans of the atrium. I designed this tower to the tiniest detail. This is my masterpiece. Oh, now I understand. Listen, don't move. I'll check that the coast is clear. And then we can go someplace safe. At least, safe-ish. Really? This was planned? Forgive me, but my brain is unhinged. Believe it or not. Yes, of course. Those were the orders. Wait for me. Okay. Huh? Help! Alert! Ah, scheiße. Fuck. So. Nun gut, dann werde ich mich hier verabschieden und wir sehen uns morgen wieder. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.